Jo, liebe Leute, Theo hier und heute will ich mal ein kleines Video auf den Sonntag, habe ich mir gedacht, mache ich ein kleines Video, ein kleines Tutorial, wie ich euch zeige, wie ihr auch ganz oben in der besten Liste auf Platz 1 kommen könnt in der Weltrangliste beim Seilspringen, also wie ihr 99.999 Seilsprünge schaffen könnt, weil höher geht der Counter nicht und ihr seht es, das ist alles hochgeglitscht und ich hoffe, dass sie das früher oder später löschen, diese ganzen geglitschten Einträge, aber wenn sie es nicht machen, könnt ihr Platz 1 in der besten Liste werden und wenn sie es irgendwann wegpatchen, Leute, dann wart ihr wenigstens mal Platz 1, auch wenn es nicht so besonders ist, aber der Glitch ist immerhin wenig anspruchsvoll und deswegen zeige ich ihn euch. Er hat nämlich mit einem Glitch zu tun, den ich euch schon mal vorgestellt habe in einer Mario Odyssey Glitch-Episode. Und zwar gibt es ja Tolketu oder im deutschen Schnackelchen, dieser Vogel, der euch immer Tipps gibt und damit könnt ihr die Kamera einfrieren, wenn ihr irgendwas gegen ihn schmeißt und gleichzeitig mit ihm redet, also einen Blumensamen oder sonstiges, aber ihr könnt den Glitch auch machen, wenn ihr einfach Cappy über seinen Kopf schmeißt, Cappy dann zurückkommt und ihr im gleichen Frame, wo Cappy ihn trifft, mit ihm redet einfach, dann friert die Kamera ein und ist einfach gelockt und ihr könnt dann einfach nicht mehr euch sehen, wenn ihr aus der Kamera rausläuft. Aber wenn ihr dabei ZL oder ZR gedrückt haltet sozusagen, dann friert die Kamera nicht ein, Leute. Sie friert erst wieder ein, wenn ihr Tolketu wieder im Bild habt, Leute. Und das ist nämlich der Trick an der ganzen Sache, dass ihr ihn trifft mit Cappy und dann mit ihm redet, dass die Kamera einfrieren würde normalerweise. Ihr haltet dabei aber ZL, also eine Schultertaste hinten gedrückt, lauft dann weg von ihm sozusagen, dass ihr ihn nicht mehr im Bild habt. Lasst dann wieder die Schultertasten los sozusagen, dass wenn ihr ihn wieder im Bild habt, dass das Bild einfriert. Und dazu friert nicht nur das Bild ein, sondern auch noch Mario an der Position, wo er ihn gerade im Bild erwischt. Am besten macht ihr es genauso wie ich hier. Ihr startet die Seilspring-Challenge einfach, lasst davor ZL schon los und dann macht ihr eine Stampfattacke auf dem Weg nach unten, müsst ihr die Kamera dann drehen, dass ihr dann den Vogel im Bild habt. Dann friert Mario ein. Ihr seid dann in der Luft über dem Seilspring letztendlich und der Timer tickt einfach weiter und Leute, wenn ihr wirklich Platz 1 werden wollt mit den anderen Milliarden ersten Plätzen, was eigentlich nichts Besonderes mehr ist, aber ist halt irgendwie auch cool, dann müsst ihr 15 Stunden eure Nintendo Switch anlassen und einfach Mario dort oben fliegen lassen und einfach das Seil springen. Einfach durchlaufen lassen, 15 Stunden, dann habt ihr auch 100.000 Sprünge. Der Glitch ist wirklich schwer, Leute. Aber wenn ihr ihn geschafft habt, ist es cool. Dann bleibt ihr einfach in der Luft eingefroren und die Challenge geht dann weiter. Einfach mal ein kleines Glitch-Video, ein kleines Tutorial heute mal, wie ihr auch Platz 1 werden könnt. Ansonsten würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, Leute. Und damit bin ich auch raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.